So aus dieser Landschaft heraus, die ja, wie man hier schon im unscharfen Bild vermuten kann, recht staubig ist, fällt uns hier so ein kleines Zettelchen auf. Und das werden wir uns doch einfach mal näher angucken, was da so draufsteht. Vorsicht, Wespennest. Ja, und dann müssen wir das suchen. Dann ist die Frage, wo könnte das sein? Sieht es schon jemand? Das ist ein kleines Suchbild. Ah, ich glaube. Sehr schön. Da ist es. Ein Wespennest. An so einem Asthaufen. Ich kann dazu sagen, dass es in den vergangenen Jahren einen massiven Rückgang an Insekten auch hier in Südwesteuropa gegeben hat. Bitte Verzeihung für die Wabbelung. Aber jetzt geht es wieder besser. So, jetzt können wir hier das bewachende Tier sehen und ich bin mal gespannt. Ich sitze zwar mit einem Teleobjektiv hier, aber ich hoffe, dass mich die Kerlchen in Ruhe lassen. Ja, da sind also einige. Ja, in diesem Sinne, es gibt von dieser Art Wespen weniger als sonst. Wir haben sonst unter jedem 10. Stein, der irgendwie schräg lag, mit Abstand zum Boden oder irgendwo auf dem Dach oder an Gebüsch, diese Nestchen gefunden. Es sind wenige geworden. Hier in dieser Landschaft. Warum das so wenige geworden sind? Nun, der allgemeine Rückgang der Insekten, er ist ein weltweiter. Und so wie der Herr Jung neulich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung meinte, wir sind das. Und er hub vor allem darauf ab, es handele sich letztlich um eine Konsequenz des Klimawandels. Er bezog sich in diesem Fall seiner Äußerung auf das Ahrtal. Aber kundige Bürger konnten ihn eines Besseren belehren. Das, wo das wirkliche Problem liegt, das ist tatsächlich die Landnutzung. Und wenn ich jetzt hier mal den Blick gewechselt habe, so zeige ich, es ist eine monotone Forstwirtschaft und ich könnte hier auch eine monotone Landwirtschaft hinzufügen. In Gedanken machen wir das. Die naturnahe Entwicklungen, wie sie zum Beispiel hier erkennbar wird, einfach ausradiert. Das, was hier zu sehen ist, ist eine naturnahe Sukzession von Korkeichenbeständen. Das, was hier drüben zu sehen ist, ist absolut naturfern, monoton und bedeutet Humusabbau, Artenverringerung gegenüber dem Bild, mit dem wir diesen Film ausklingen lassen. Wir haben es in der Hand, Inseln der natürlichen Sukzession in alle unsere Nutzökosysteme zu integrieren. Ja, das ist sogar ein Gebot der Zeit, das zu tun. Und da reicht es nicht, wie in gelegentlichen Wäldern ein paar Totholzinseln oder ein paar kleine Naturwaldzellen einzurichten. Es muss hier pro Hektar, sagen wir mal, ein Viertelhektar naturnahe, natürliche Sukzession mit Vegetation und Fauna geben, auf jedem Hektar. Ein Hektar sind 100 mal 100 Meter Größe mit 10.000 Quadratmetern. Wir haben das alles in der Hand. Die Insekten sind im Grunde noch da. Viele, die meisten wohl. Was ausgestorben ist, können wir oft gar nicht mehr sagen. Aber die bauen auch ihre Populationen wieder auf. Wir müssen ihnen die Möglichkeit dazu geben. Danke für die Aufmerksamkeit.